Hallo liebe Community, hier ist wieder Dr. Leo Fair von Möbius Gaming und heute behandeln wir das Szenario Volcanic Ash. Ja, vulkanische Asche ist halt durch Supervulkane ausgetreten und überall ist das Fliegen erheblich eingeschränkt. Ist eine schöne Idee. Ich und der Neuraxwurm habe ich schon mal gemacht, aber wir nehmen jetzt mal den Parasiten. Parasit, wisst ihr ja, ist so der super Chill-Out-Bereich, ne, von allen Erkrankungen. Und damit lässt sich auch dieses Szenario, werden wir hier auf Normalzocken relativ gut behandeln. Symptostasis, die Kosten für Symptome erhöhen sich nicht, aber ist leichter zu curen. Ist bei uns relativ egal, muss ich dazu sagen. Metabolic Hijack, wisst ihr ja, Base-Oxidation, kann aber dafür Transmissionen ausbilden, Aquazyt, Extremophil, die ganz klassischen Sachen. Wir machen das Ganze auf normal. Wurmigeddon, nö, wie nennen wir dich denn mal? Asche, zu Asche. Ne, denn genau das machen wir aus den Leuten, schlicht und ergreifend. Wir fangen in Indien an, erhöhen hier unser Maximaldings. Asche zu Asche beginnt in Indien, wunderschön. Ja, erhöhen gleich. Unser erstes, was wir machen, ist, wir erhöhen direkt mal wieder dass wir halt nicht entdeckt werden. Ne? Also hier bei den Abilities, jetzt sind wir wusch weg. Ich liebe dieses Wusch, das mache ich in jedem Let's Play mit dem, oder in jedem Guide, Strategie. Das ist ja auch eine Strategie, ihr seht das ja, was ich hier tue. Wenn man das damit halbwegs schafft, dann ist es halt auch im Grunde ein Guide, ne? Das ist kein reines Walkthrough, weil hier jemand redet, aber es ist auch egal. Denn wir basteln uns das hier einfach so zurecht, ne? Und ja, es ist halt der Wurm, da ist der Wurm drin, ne? Wir erhöhen mal, also Flug braucht man eigentlich gar nicht wirklich machen, nehmen wir erstmal Wasser, im Zweifelsfall, ne? Da lebt dieser Parasit drin, es ist ein wunderbarer kleiner Parasit. Und ja, das Jahr 2030 werdet ihr nicht mehr erreichen, ihr lieben Menschen, die ihr hier lebt. Ja, das ist jetzt hier auch ein gutes Startgebiet, Indien, mit 1,3 Milliarden Leuten, die hier leben. Oh, wir haben schon wieder richtig viele Punkte. Dann erhöhen wir mal hier Vögel, im Zweifelsfall ist immer toll. Insekten, nach Süden hin wird es ja wärmer. Ne, und das ist eine gute Infektionsart. Wir sind immer noch unsichtbar, wir bleiben auch unsichtbar. Die Leute haben uns nicht auf dem Radar. Das ist das Schöne am Parasit. Parasit ist eigentlich so immer der Easy Mode. Nanovirus ist so der Hard Mode vom schweren Game. Und das Ganze noch brutal zu schaffen, ist schon echt Respekt. Beziehungsweise nicht Respekt, aber es hat sehr viel mit Glück zu tun. Ne, es laufen halt im Hintergrund irgendwelche Zufalls... nein, wir wollen keine Symptome mutieren. Vielen lieben Dank. Obwohl, es ist egal. Es ist egal, wir sind trotzdem unsichtbar. Er kann das hier entwickeln beim... Das ist ja der Witz. Diese Zufallsereignisse, ne? Sind egal, weil einfach... Es wird nur nach der Severity abgerechnet, ob wir entdeckt werden oder nicht. Zumindest auf normal. Man darf nicht vergessen, auf brutal sieht das wieder ein bisschen anders aus. Ist aber auch nicht so wichtig zurzeit. Also brutal wollen wir ja auch erstmal gar nicht. Ne? Wir bleiben unsichtbar. Wir schwimmen hier mit den Schiffen. Ihr seht halt, wenn ihr genauer hinguckt, dass hier meines Erachtens nach nämlich gerade keine Flüge unterwegs sind. Ihr seht keine Flugzeuge. Ne? Finde ich toll. Also ganz interessantes, ach, da war gerade ein Flugzeug. Also sie fliegen halt erheblich seltener. Ne? Das ist halt dieses Asche. Dieses vulkanische Asche-Szenario in dem Moment. Das ist halt der Hintergrund davon. Parents live off states benefits. Dürfen sie Kinder haben oder nicht? Das ist ziemlich krank, diese Diskussion. Ob man grundsätzliche Menschenrechte für Menschen einschränkt, die vielleicht sogar ein Opfer des Systems sind. Also sind die Leute dann doppelt Opfer des Systems. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Wir haben 30 Punkte. Ne, Blut 1 Transmission. Ja. Ne, sehr schön. Und wie sieht's aus? Kommen wir jetzt langsam mal nach Grönland? Nö, bisher nicht. Wir erhöhen mal die Transmission noch weiter, nämlich was Wasser angeht. Schafe und Mäuse. Überall halt gleich, ne? Hatte ich eigentlich... Ach, Airplanes use new sterilization filters, das interessiert uns doch gar nicht. Ne, wir verbreiten uns doch gerade sowieso hauptsächlich über Land und Wasser. Na, ob da jetzt hier halt... Gibt's eigentlich ein Gebiet, was nur einen Flughafen hat? Hier, sehen wir... Ne, doch nicht. Es gibt kein Gebiet, was einen Flughafen hat. Also reicht das für uns sowieso vollkommen aus. Aber wir wollten nämlich Mäuse, genau. Und jetzt bei den Abilities sind wir noch immer unsichtbar, wenn wir gucken halt, ne?
Transmission ist ein Selbstläufer. Es ist jetzt wirklich egal. Wir erhöhen jetzt hier Drug Resistance 1. Und die restlichen Punkte können wir jetzt einfach im Grunde eine Runde warten. Wir chillen jetzt hier einfach mal. Und dann werdet ihr gleich sehen, dass das von ganz alleine läuft hier. Ne? Es ist halt der Parasit. Der Parasit kann das. Das ist mit anderen schwerer. Was auch noch sehr gut geht ist, und ich weiß nicht, ob ihr das vorhin auch beobachtet habt, ist halt der Neurax-Wurm. Oder Neurax-Wurm, genau. Livestock 2 gibt es kostenlos, schön. Und der Neurax-Wurm, der kann das auch. Weil ihr da selber eure Flugzeuge bestimmen könnt, die wohin fliegen. Ne? Und dadurch, die sind irrwitzigerweise eben nicht von dieser Asche hier eingeschränkt. Finde ich unterhaltsam, das finde ich lustig, ja. Ihr seht halt, wie sich das hier alles infiziert. Hier brodelt es richtig, ist ein Hexenkessel, könnte man sagen. Jetzt müssen Leute husten. Ich guck mal ganz kurz, ist immer noch egal, ob die jetzt husten oder nicht. Ja, erhöht einfach die Infektiosität innerhalb des Landes noch ein bisschen mehr, dass es sich noch schneller ausbreitet. Gut, was sagt denn Grönland eigentlich zu dieser ganzen Sache? Oder Russland erstmal hier oben im Norden? Nichts. People told to await their destiny. Ja. Ich habe mir heute auch was angeguckt halt von Force Strategy Gaming, jemand, den ich sehr schätze. Der, auch einer der, muss ich sagen, einer, nicht Vorbild, aber ja doch, vielleicht auch ein bisschen Vorbild, weil ich finde, der macht das sehr seriös und man merkt, dass er mit sehr viel Herzblut und gleichzeitig auch trotzdem noch mit Kopf und Köpfchen halt praktisch rangeht. Habe ich mir auch mal eine Diskussion angehört, dass nicht jedes Spiel, was rauskommt, extremst innovativ sein muss, ne? Aber dass man halt trotzdem zumindest erwarten kann, dass sie Dinge eventuell besser machen als Spieler, die es vorher gemacht haben. Ja, und wo wir gerade von... Das bringt uns doch wieder hier zu unserer Evolution. Das bringt uns dazu, dass wir Plague Evolved spielen, denn was für ein Spiel hat einen höheren Anteil an Möglichkeiten, sich fortzuentwickeln als das Game hier. Gut, ihr seht, jetzt infizieren wir hier auch immer mehr und lassen auch andere Länder halt von unserer tollen Infektiosität teilhaben, von unserer Entwicklung, die wir hier durchführen. Ups, Central Europe, ja, Zentraleuropa. Schön, 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 schön. So viele kleine Länder, deswegen steht einfach nur Zentraleuropa. Danke dafür. Na, ihr seht, wir haben 80 Punkte. Damit könnte man na, echt richtig viel machen. Wir haben hier oben Grönland infiziert. Finde ich toll. Ich glaube, Skin Lesions sind mutated. Ist kein Problem. Wir sind immer noch unsichtbar. Es hängt nur von der Severity ab. Es hängt von nichts anderem ab. Es hängt von gar nichts anderem ab. Na, was haben wir denn hier in Zentraleuropa? In Grönland ist das Festival der Liebe. Nicht zu verwechseln mit dem Festival der Volksmusik. Da treffen sich jetzt die Leute. Aber ich bin ein bisschen irritiert. Warum dauert das trotzdem immer noch so lange? Ich werde mal bei den Abilities Frost Resistance reinbauen und dann nochmal Genetic Hardening einfach schon mal und hoffe, dass das jetzt auch was bringt und dass wir hier ein bisschen mit vorankommen und dass sich hier letzten Endes was noch ausbildet. Wir werfen mal einen Blick. Jetzt sehen wir, dass Grönland immer weiter infiziert wird und auch hier oben Kanada ist fast voll. Es wird bald so sein, dass mir gesagt wird, dass wir alles haben, dass wir sie wirklich alle haben. Finde ich sehr gut. Das dauert nicht mehr lange. Ihr seht, ich kann euch immer nur empfehlen, wenn ihr solcherlei Szenarien spielt, ne? Es ist ein bisschen wie Cheaten, muss ich schon fast sagen. Aber ich finde die Idee nicht schlecht, dann direkt zum Parasiten zu greifen. Einfach weil es am entspanntesten ist und weil es auch am fairsten ist in dem Moment halt. Ne? Ihr habt halt die Nachteile, die das Szenario bietet. Und dann holt ihr euch den Vorteil darüber, dass ihr trotzdem zumindest erstmal unsichtbar seid. Das ist nur fair, finde ich. Das ist sehr, sehr ausgleichend in dem Moment und da hilft euch der Parasit dann einfach. Und es geht ja erstmal darum, wir gucken uns die einfach mal auf normal an. Ne? Brutal ist natürlich das, was man eigentlich spielt. Wir evolven mal die Symptome ganz langsam. Was nehmen wir da mal? Fieber ist immer gut. Immunsuppression, daran können Leute auch sterben. Totales Organversagen. Und, ach, Chroma brauchen wir gar nicht. Ups, ich habe es aus Versehen angeklickt, das tut mir echt leid. Die Nekrosis, die wollte ich doch anklicken, genau. Sobald hier die Leute erstmal so ein bisschen sterben. Ihr seht, das geht jetzt hier so ganz langsam richtig los. Und New Minor Disease Spreading. Ich klicke mal an und was sehen wir denn? Research Priority Low. Ja, dabei sind schon 2600 Leute tot. Und wenn wir es dann gleich haben, nehmen wir nämlich die Nekrosis mit dazu. Das heißt halt wirklich, dass Körperteile eventuell absterben. Durch Ischämie, durch Minderversorgung mit Sauerstoff. Und darum geht es ja eigentlich bei der ganzen Aktion. Global Cure Effort wird euch leider nicht mehr retten, muss ich dazu sagen. Das tut mir in der Tat leid, aber so ist es halt. Ihr seht, wir haben hier Punkte und gleich haben wir hier bei 26 Punkten
Die Nekrose, 27 Punkte haben wir. Wir klicken das an. Evolve und hämorrhagischer Schock. Und damit war es das auch leider für die Welt. Na, hier ist gleich Schluss. Wenn wir das letzte Symptom noch entwickelt haben, dann eigentlich brauchen wir die hier gar nicht mehr anklicken. Ihr seht, das ist, fatal für die Menschen. So, hämorrhagischer Schock und internes Bluten noch mit dazu. Interne Blutung und damit war es das. Das ist super tödlich. Ne, ja, das ist halt, ihr seht, ohne Flugzeuge. Wir haben nicht die Lufttransmission erhöht. Das war auch völlig egal, weil wir einfach unsichtbar bleiben konnten über einen langen Zeitraum. Wir haben auf normal gespielt. Ist alles sehr relaxed gewesen auf diese Art und Weise. Ne? Ist ein Selbstläufer und damit war es das auch schon. Wir haben noch 30 Millionen Leute, die leben. Und ja, ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit. Ne? Die hoffentlich nicht so schnell geschwunden ist wie die Einwohnerzahlen hier dieses, ne, von unserem tollen Game hier. Und damit hat es das auch erledigt. Ne? Grönland ist down, World ist down. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war Volcanic Ash, das Szenario. Probiert es einfach mal selber aus, vielleicht mit dem anderen Erreger. Und schreibt mir mal in die Comments, wie ihr das gemacht habt. Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht auch mit dem Nanovirus. Wir sehen uns einfach. Bis dann. Ciao.